Oh ja. Es geht doch nichts über einen guten Cabernet bei einem Abend voller Geschichten. Und nicht irgendwelche Geschichten. Wo war ich stehen geblieben? Oh ja, diese unerhörte Sache mit dem Mord an Edouard Mosse. Ist das zu fassen? Mein guter Name, den ich mir aufzubauen gedachte. Beschmutzt. Sie werden verstehen, dass ich diese Anschuldigung nicht so stehen lassen konnte. Irgendjemand versuchte, mir etwas in die Schuhe zu schieben. Ausgerechnet mir. Doch zunächst befand ich mich in einer unangenehmen Lage. Umringt von allerlei Personen, die meiner Wenigkeit nicht allzu viel Sympathie entgegenzubringen schienen. Lupin Legends. Fallakte Delta 1.2. Unter Mordverdacht. Samstag, 22.02 Uhr. Paris. Département Val-de-Marne an der Avenue de France de Seine. Im Innern des Mosse-Anwesens. Oberes Stockwerk, Büro von Edouard Mosse. Ein Mord! Aus dem Einbruch wurde ein Mord! Arsène Lupin, Sie sind wegen des Mordes an Edouard Mosse verhaftet. Inspektorin Ganimard, Sie müssen mir glauben. Mosse kann nicht tot sein, nein. Das war doch nur Chloroform. Ja, ich bin Arsène Lupin, aber ich bin kein Mörder! Sie sitzen in der Falle. Meine liebe Inspektorin Ganimard. Sparen Sie sich das Geplänkel. Hier kommen Sie nicht mehr heraus. Das ist Ihnen doch hoffentlich klar. Hören Sie mir zu. Brigitte, fühlen Sie den Puls von Mosse. Zu Befehl. Ich habe Mosse nicht getötet, nur chloroformiert, ganz harmlos. Ich habe den Mann gefunden, Inspektorin. Er atmet nicht mehr. Mein Wort darauf. Sie haben ganz zufällig in ein leeres Zimmer gesehen und ganz alleine eine Leiche entdeckt, hä? Wer sind Sie überhaupt, Constable? Nur ein Arm der Gerechtigkeit. Brigitte! Er ist doch warm. Und? Ich kann keinen Pulsschlag fühlen. Er atmet auch nicht mehr. Edouard Mosse ist wirklich tot. Was für ein Spiel ist das hier? Das fragen ausgerechnet Sie, Arsène Lupin? Schon als ich diesen billigen Namen zum ersten Mal hörte, hatte ich gleich diesen schalen Geschmack im Mund. Ich muss zugeben, Ihre Maskerade ist erschreckend gut. Oh, besten Dank, Teuerste. Und wie Sie Ihre Stimme verstellen. Aber ein Dieb, der auch vor einem sinnlosen Mord nicht zurückschreckt? Frankreich hat Besseres verdient. Sie sind ehrlich, Ganimard. Sie würden nicht... Schluss mit dem Gefasel. Aber wer könnte ansonsten... Brigitte, die Handschellen. Bereit. So leid es mir tut, was mit Monsieur Mosse geschehen ist, so wenig bin ich bereit, die Verantwortung für diesen Anschlag zu übernehmen. Einzig und allein wegen der Silbertränen bin ich hier. Und das Original habe ich in meiner Tasche. Vertauscht, als ich verkleidet als Mademoiselle Lodin direkt vor ihrer Nase für ein wenig Chaos sorgte. Sehen Sie nur, wie ähnlich sich Original und Fälschung sind. Kaum voneinander zu unterscheiden, Nespa. Sie werden jetzt beide Colliers wieder in den Tresor zurücklegen. Das ist ein Befehl. Oh, bitte. Hä? Was ist denn da draußen los? Konzentrieren, Brigitte. Augen auf Lupin. Das sind doch nicht unsere Männer da draußen auf der Straße. Aber wer... Brigitte, die Handschellen! Ja, natürlich, Inspektorin. Und Sie rühren sich nicht, Lupin. Meine Waffe ist genau auf Sie gerichtet. Glauben Sie mir, bei einem Mörder werde ich nicht zögern, abzudrücken. Brigitte wird nun an Sie herantreten. Nein, Ganimard, das kann ich leider nicht gestatten. Denn ich beabsichtige, dieses Haus nun zu verlassen. Wo wollen Sie denn hin? Jeder Ausweg ist Ihnen versperrt. Hin und wieder sieht sich auch ein Mann meines Formates zu abenteuerlichen Unternehmungen gezwungen. Sie wollen eines der Colliers? Das Original versteht sich doch. Welches ist welches? Ich sagte... Ist dieses hier das Richtige? Legen Sie beide Versionen zurück in den Tresor. Dieses hier? Jetzt! Teufel, noch eins, was ist denn da draußen los? Ein Tumult auf der Straße. Und damit mein Zeichen zum Aufbruch. Fangen Sie!
Die Silbertränen! Lupin, bleiben Sie hier! Daneben! Oh nein! Aus dem Weg, Ganimard! Bleiben Sie hier! Erst schnell! Verflucht! Das zweite Collier! Wir haben es! Au revoir! Er springt auf dem Fenster! Oh, Lupin! Merde! Er flieht! Hinterher! Roger und... Wo ist der Konstabler denn hin? Egal! Laufen Sie! Samstag, 22.06 Uhr. Auf der Avenue de Frontesen, direkt vor den Toren des Mossé-Anwesens. Was zum Teufel ist denn hier los? Lupin! Er ist mitten in den Pulk aus fahrenden Kutschen gerannt! Lupin! Der Lupin-Express, direkt vor Ihrer Haustür. Kommen Sie! Staunen Sie! Ich sehe ihn nicht mehr. Wo ist er? In welcher Kutsche mag er wohl sein? Wählen Sie, Frau Inspektorin. Diese Dinger sehen alle gleich aus. Einsteigen, bitte. Achtung, wir halten nicht an. So edle Kutschen finden Sie in ganz Paris nicht. Nur hier. Nur bei Monsieur Lupin. Konstabler! Alle herkommen! Jede schwarze Kutsche hier wird festgenommen. Das ist ein Befehl. Machen Sie doch einfach auf, wenn Sie den Mut dazu haben. Es ist einmal. Maurice, du Guter, du Bester der Besten. Du bist hier. In der einzigen Kutsche ohne Gebimmel und Geblöke. Nabenchef, können wir abfahren? Ja. Hey, Kutscher! Abfahrt! Route B! Na? Wie gefällt Ihnen meine kleine Show hier? Nicht schlecht, nicht schlecht. Hab denen die Texte vorschreiben müssen, alles Dummbeutel da draußen, aber mit genügend Instruktionen... Verflucht! Chef? Was ist da drinnen geschehen? Mein lieber Maurice... Scheinbar ist Arsène Lupin nun ein Mörder. Sonntag, 11.05 Uhr, Paris, das lateinische Viertel, im Ordenshaus der Plume Noire in der Rue de Babylon, oberstes Stockwerk. Im Ärger mit den Pächtern bei Orléans. Ach, wo sind denn jetzt die Verträge von... hier. Nichts nutze. Alles nichts nutze. Oh, 4.000 Francs? Das kann ja nur ein Irrtum sein. 3.000. 3.000 und keinen Franc mehr, bei allem, was mir heilig ist. Ich habe Sie nicht rufen lassen, Gaston. Das nicht, Kardinal. Dennoch hielt ich es für angebracht, Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass gestern ist Nacht... Ist Ihnen bewusst, wie wenig Zeit mir für die Erledigung meiner Pflichten bleibt? Meiner mannigfaltigen Pflichten? Ich schätze es nicht, wenn man mich bei der Arbeit stört. Noch dazu kurz vor der großen Messe. Kardinal, ich dachte, Sie wären daran interessiert... Sie reden nur, wenn Sie dazu aufgefordert werden, Bruder Gaston. Bitten Sie mich um Verzeihung, sofort. Ja, bitte vergeben Sie mir, Kardinal Richelieu.
Ich gewähre sie Ihnen, meine Vergebung, voller Gnade. Also, da Sie schon hier sind, berichten Sie. Der Dieb wird nun wegen Mordes gesucht. Wird er das? Und hat er? Nein. Ah, dennoch sorgten Sie erfolgreich dafür, dass... Ja. Trefflich, trefflich. Und der Kern der Angelegenheit, die Silbertränen. Das Collier wurde zunächst gestohlen. Was haben Sie gesagt? Lupin war jedoch nicht in der Lage, die Perlen bei seiner Flucht bei sich zu behalten. Sie wurden sichergestellt und gehen an die rechtmäßigen Erben über. Und nachdem ich noch heute früh ein erbauliches Gespräch mit Monsieur Beaufort geführt habe, geht nun alles seinen Gang. Exzellent. Diese elenden Nonnen und ihr lächerlicher Konvent. Das haben Sie nun von Ihrer Weigerung. Gut, Gaston, sehr gut. Damit dürfte die Angelegenheit vorerst erledigt sein. Sonntag, 12 Uhr. Auf dem Pariser Nordfriedhof Saint-Pierre de Montmartre in der Avenue Rachel. Hallo Clarisse. Ich habe dir Chrysanthemen mitgebracht. Wie die aus deinem Garten. Vor dieser... dieser unschönen Angelegenheit. Paris ist wunderschön. Es hätte dir gefallen. Die Oper, die breiten Straßen und die Kleider. Mein Gott, du ahnst nicht, was für Kleider die Frauen heute tragen. Ich werde jetzt gesucht, weißt du. Stehe unter Mordverdacht. Arsène Lupin, der Mörder. Natürlich habe ich es nicht getan. Diese Grenze habe ich nie überschritten und werde es auch niemals tun. Ja, ich habe dir gegenüber mein Wort gebrochen. Die Verlockung ist unendlich groß für mich. Du hast mich ja immer gewarnt, warst mein Leitstern. Du hättest mich von dieser Geschichte abgehalten und... Gut und Böse, sie ringen mit gleicherlei Kraft um meine Seele. Natürlich werde ich die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Irgendjemand spielt ein Spiel nach seinen Regeln. Und ich beabsichtige definitiv Vicomte nicht... Vicomte d'Andressy? Raoul d'Andressy? Julien, lass ihn in Frieden. Also wirklich, siehst du denn nicht, dass er für seine Frau betet? Er ist gerade jetzt da. So schlimm ist das doch nicht. Also so neu bist du nun auch nicht mehr bei uns, meine Liebe. Wann sonst sollten wir ihn fragen? Fragen? Meinen Sie mich? Sie sind doch Raoul d'Andressy. Sind Sie nicht der Neue aus dem Haus mit den großen Fenstern? Ja, das bin ich wohl. Guten Tag. Richtig. Ich habe Sie schon das eine oder andere Mal gesehen. Dann sind wir ja beinahe Nachbarn. Gestatten? Nun, meinen Namen kennen Sie ja bereits. Raoul d'Andressy, zu Ihren Diensten. Sehr erfreut, Monsieur d'Andressy. Verzeihen Sie uns bitte die Störung. Das ist Schwester Fleur. Ich heiße Julien. Wir sind vom Orden der Schwarzen Feder. La Plume Noire. Sie haben uns Schwestern gebeten, das Grab Ihrer Frau mit Blumen zu schmücken. Jeden Sonntag. Ja, richtig. Herrgott, das hatte ich ganz vergessen. Nun sind Sie ganz umsonst hergekommen. Denn ich habe bereits selbst welche mitgebracht. Und Sie haben Chrysanthemen ausgesucht. Ausgerechnet Chrysanthemen. Woher wussten Sie? Sie erschienen mir einfach passend. Der Name Ihrer Gattin, Clarisse d'Andressy. Geborene de Tique. Ich stand vor dem Grabstein und dachte mir, diese Frau hat Chrysanthemen geliebt. Sie soll wieder welche erhalten. Beeindruckend, Mademoiselle. Schwester Fleur hat eine Gabe, was diese Dinge angeht. Ach, Julien.
Mademoiselle, ich muss nun leider weiter. Bitte schmücken Sie mit den mitgebrachten Blumen gerne andere Gräber. Machen Sie den Verstorbenen eine Freude. Sie haben es weiß Gott nötig. Monsieur, ich hatte gehofft, wir könnten ein Gespräch... Ein anderes Mal, Schwester. Ich werde mich Ihrem Ordenshaus gegenüber erkenntlich zeigen. Seien Sie dessen gewiss. Doch nun, ich muss fort. Au revoir. Tag, 8.31 Uhr, Paris. In der Polizeipräfektur auf der Ile de la Cité, zweites Stockwerk. Auf dem Korridor vor dem Büro von Justine Ganimard. Hey, Ganimard! Ganimard! So bleiben Sie doch stehen. Ganimard! Hey! Verschwinden Sie, Renaud! Nein, nein, nein. So leicht kommen Sie mir nicht davon, meine... Teure Justine Ganimard. Was war denn das für eine Schlappe am Samstag? Ist es wahr? Ja, Mosse ist tot. Edouard Mosse ist vor Ihren Augen ermordet worden? Nein, es geschah nicht vor meinen Augen. War es dieser neue... Ja, Lupin gilt als Tatverdächtiger. Was ich Sie zusätzlich fragen wollte... Nein, ich werde nicht mit Ihnen ausgehen. Wenn das dann alles war... Ach, Sie dachten, ich würde Sie um ein Rendezvous bitten? Erneut? Wollten Sie es etwa nicht? Doch, schon. Und irgendwann werden Sie nachgeben. Oh, liebreizende Justine Ganimard. Irgendwann werden Sie in meinen Armen... Irgendwann sterbe ich aus purer Langeweile, weil ich wieder und wieder und wieder Nein sagen muss. Zu einem Mann, der nicht einsehen möchte, dass Kollegen besser Kollegen bleiben sollten. Für immer. Das hat gesessen. Sie werden es überleben. Na, das werde ich aber sicher. Und wie der Phönix aus der Asche wieder auferstehen und Sie dann erneut um ein Rendezvous bitten. Und dann... Renu! Ja, schon gut, schon gut. Da ist noch eine Sache. Der Alte will Sie sehen. Lepin! Sah richtig wütend aus. Wann ist der denn nicht wütend? Der ist doch schon mit einem Stock im Arsch zur Welt gekommen. Na, hoffentlich behalten Sie Ihre gute Laune auch nach dem Anschiss, der Ihnen bevorsteht. Ein Toter, Ganimard. Dann auch noch Mosse. Wir wissen beide, welche Geschäfte Mosse betrieben hat, Renu. Himmel, selbst unser ach so wütender Polizeipräfekt Lepin hat den Befehl dazu gegeben. Und Sie, Renu, haben damals ermittelt. Tja, die Untersuchung hätte mich beinahe meine Karriere gekostet. Keine Beweise. Er war ein Verbrecher. Ein Syndikatsboss. Und nun ist er tot. C'est la vie. Doch wo bleiben die Beweise, Ganimard? Sie sollten Lepin lieber etwas Gutes vorlegen, wenn Sie gleich... Hey, zu seinem Büro geht's doch hier entlang. Ganimard! Jetzt ehrlich, der Alte ist stinksauer. Wo wollen Sie denn hin? Ins Leichenschauhaus. Mir diese gottverdammten Beweise besorgen. Und was ist mit den Polizeipräfekten? Geben Sie ihm ein Küsschen von mir. Und wo steckt eigentlich Brigitte? Ganimard! Bleiben Sie doch stehen, Ganimard! Montag, 9.54 Uhr. Vor der Pariser Leichenhalle auf der östlichen Spitze der Ile de la Cité. Vorplatz. Monsieur, warten Sie. Dr. Jacquemont. Ja, bitte. Gibt es ein Problem? Ich habe da jemanden, den müssen Sie sich ansehen. Ganz dringend. In der Droschke. Ein Notfall, oder wie? Hören Sie, ich bin Pathologe. Für Verletzungen sind meine Kollegen im Hôpital Cochin zuständig. Am besten fahren Doktor, Sie... Doktor, bitte! Es geht um Leben und Tod. Schnell! Also schön. Dann werfe ich einen Blick auf Ihren Freund. Sehr gut. Kommen Sie, kommen Sie! Aber wo wollen Sie denn hin? Mein Freund ist hier. Gleich hier, Monsieur. In der Droschke? Er kann sich nicht bewegen, Doktor. So groß sind die Schmerzen. Bitte, kommen Sie doch endlich! Ich hoffe für Sie beide, dass es sich wirklich um einen Notfall handelt. Erwartet, hier drinnen. Bitte, schnell. Also gut, wo liegt denn das Problem? Maurice, die Tür. Zu Befehl, Chef. Was hat das zu bedeuten? Aber Sie...
Bei allen Höllen, wie ist das möglich? Wie ein Blick in den Spiegel, nicht wahr? Monsieur, Sie sehen ja aus wie ich. Bitte verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie so selbstlos zu meiner Rettung geeilt sind. Ich brauche Sie wirklich, wenn auch nicht Ihre medizinischen Fähigkeiten. Sie sind Dr. Pierre Jacquemont, Leiter des Leichenschauhauses. Verflucht, was ist das für ein Spiel? Sie könnten mein Zwilling sein. Ich kann es nicht fassen. Ich fürchte, ich muss mir für einige Stunden Ihren wunderbaren Kittel borgen. Meinen Kittel? Das macht Ihnen doch nichts aus. Ja, was in drei Teufelsnamen wollen Sie mit meinem Kittel? Was in drei Teufelsnamen wollen Sie mit meinem Kittel? Ist das ein Scherz? Ist das ein Scherz? Beenden Sie das. Beenden Sie das. Das wird mir jetzt zu dumm. Ich gehe. Was zum... Öffnen Sie die Tür. Das ist Freiheitsberaubung. Ich verlange, dass Sie mich sofort gehen lassen. Jetzt sofort. Aber Dr. Jacquemont, es gibt keinen Grund für diese Lautstärke. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Ah, mein Name ist Arsène Lupin. Der Mörder von Mossé? Eben nicht. Ich bin hier, um... Ach, das bringt doch nichts. Schlafen Sie gut, Doktor. Ruhig, ganz ruhig. Ja, gut so. Montag, 10.02 Uhr. Vorplatz der Leichenhalle von Paris auf der Ile de la Cité. Chef, sind Sie es? Sie, Monsieur, haben mich in diese Falle gelockt. Wie? Das wird Konsequenzen für Sie haben, Monsieur. Schwerwiegende Konsequenzen. Aber Sie, wie konnten Sie... Es gibt nur einen Weg, auf dem Sie sich aus dieser misslichen Lage hinaus navigieren können, Monsieur. Sie wollen, aber was, wie? Na, indem du aufhörst, dich so leicht verschaukeln zu lassen, Maurice. Oh, Chef, Sie sind es doch, das war gemein. Ganz und gar gemein. Wie gefalle ich dir? Offenbar macht meine Maskerade einiges her. Ich weiß ehrlich nicht, wie Sie das anstellen. Und dann auch noch die Stimme. Übung, Maurice. Übung, Übung und nochmals Übung. Und natürlich Talent. Na schön. Wir haben jetzt also Sie in der Verkleidung des Leichenschauhausleiters. Aber wozu das Ganze? Bloß wegen Mossés Wachmännern rund um die Halle? Da kämen wir doch auch anders dran vorbei. Außerdem, tot ist tot, oder nicht? Mossé ist hinüber. Verblichen. Von uns gegangen, Wurmfutter, in die ewigen Jagdgründe übergegangen oder wie ein Kumpel letztens beim Pokern meinte, der hat zum letzten Mal die Karten gezinkt. Komm mit, ich erkläre es dir auf dem Weg. Ach, wie Sie wollen, Chef. Wir wissen beide, dass ich Mossé nur betäubt habe. Dennoch ist er... Abgenippelt? Ermordet worden. Es gibt genau drei Fragen, die ich hier zu beantworten gedenke. Erstens... Wie genau ist dieser Mord geschehen? Der Leichnam wird uns nähere Auskünfte dazu geben. Aber könnten wir nicht einfach das offizielle Ergebnis abwarten? Wozu gibt es denn die Leichenbeschauer? Du meinst diese Dilettanten wie Jacquemont? Ich gebe zu, dass er bereits einer der fähigsten unter ihnen zu sein scheint. Der Rest hingegen besteht aus Milchmännern und sonstigen Amateuren, die sich mit ihrer Leichenbeschauung nur einen Nebenverdienst sichern. Wie jetzt? Leichenbeschauer werden pro Leiche bezahlt, Maurice. Je mehr sie schaffen, desto schneller verdienen sie ihr Geld. Ein oberflächlicher Blick, zack, da ist der Befund. Nächster Fall. Dazu kommt die Korruption. Für ein kleines Taschengeld ändert der liebe Beschauer die Todesursache ganz nach deinem Belieben. Polizeipräfekt Lepine führt eine Kampagne zur Verstaatlichung. Sollte er Erfolg haben, ist bald Schluss mit den Bestechungsgeldern. Sie meinen... Wenn ein Angehöriger nicht möchte, dass ein Selbstmord bekannt wird? Oder wenn er Edouard Mosset heißt und der Kopf eines Pariser Verbrechersyndikats war. Ein Syndikat, dessen Schmuggelrouten übrigens nicht stillgelegt wurden. Irgendjemand führt seine Geschäfte weiter, ohne dass es zu Problemen kommt. Ist das nicht interessant? Oh nein, einem offiziellen Befund kann ich nicht vertrauen.
Zudem haben wir ganz offensichtlich nicht als einzige Interesse an der Wahrheit. Aha, die Wachen, verstehe. Da ist irgendwas im Gange. Und die anderen beiden Fragen? Nach dem Wie wollen wir auch das Wer erfahren. Wer hat Edouard Mosse ermordet, ja. Haben wir diese beiden Fragen beantwortet, wird sich die entscheidende Frage, warum wird dieser jämmerliche Mord dem großen Arsène Lupin in die Schuhe geschoben, vermutlich von selbst aufklären. Die Sache nagt an Ihnen, wie? Mehr als du ahnst. Bonjour, Dr. Jacquemont. Bonjour, Mademoiselle. Bonjour. Doktor, bitte nur einen Augenblick. Diese Männer in den schwarzen Anzügen. Sie blockieren den Besuchern den Eingang zur Leichenhalle. Das geht doch nicht. Ich fürchte, dass wir da nichts tun können, Mademoiselle. Machen Sie einfach weiter, ja? Ich soll... Aber Dr. Jacquemont, ich... Danke, das wäre alles. Dieser Monsieur hier gehört zu mir. Puh, diese Atmosphäre. Da läuft einem glatt ein kalter Schauer über den Rücken. Und erst der Geruch. Alles endet, Maurice. Auch das Leben. Gehen wir an die Arbeit. Auf einer dieser 7 Steinerhebungen liegt unser Freund Mosse. Da vorne ist er, der da. Ah ja, du hast recht. Dr. Jacquemont? Was ist denn noch? Hier ist jemand für Sie. Aber... Da sind Sie ja endlich, Doktor. Ich habe auf Sie gewartet. Lodine Mosse, die Tochter des Toten. Ganz in Trauer. Du musst verschwinden. Hä? Aber... Ach, sie kennt dein Gesicht, du Idiot, hau ab. Verflixt, stimmt ja. Bin schon weg. Mademoiselle Lodine, welch unerwartete Begegnung. Sie kennen mich? Nun, nicht persönlich. Ihr Bild wurde in den Zeitungen veröffentlicht. Daher mein Beileid zu Ihrem Verlust. Es ist fürchterlich. Ganz und gar fürchterlich. Danke. Nun, was kann ich für Sie tun, Mademoiselle? Meine Familie, ganz besonders aber ich selbst, möchten absolute Klarheit über das Ableben meines Vaters haben. Man sagte Ihnen doch sicher... Ich möchte mich persönlich davon überzeugen. Mit Ihnen als Experten. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, Doktor. Das ist schmeichelhaft, jedoch unorthodox. Wir sind ungestört. Ich habe dafür Sorge getragen. Sie werden nun in meinem Beisein die Untersuchung durchführen, Dr. Jacquemont. Und im Anschluss wird man den Körper meines Vaters... Die Bestattung steht an. Wir wollen keine Zeit verlieren. Können wir also? Ich... Nun, wie Sie wünschen, Mademoiselle. Mein Assistent, er musste fort. Es ist sein erster Tag und... Das ist für mich nicht von Interesse. Beginnen wir endlich. Gut. Kommen Sie. Montag, 10.09 Uhr. Am Eingang der Leichenhalle von Paris auf der Ile de la Cité. Lassen Sie mich endlich durch. Das ist ja wohl die Höhe. Die Leichenhalle ist vorübergehend gesperrt, Madame. Falls Sie einen Angehörigen verloren haben... Von so einem Handlanger wie Ihnen lasse ich mir ganz gewiss keine Befehle erteilen. Sie bleiben draußen. Wissen Sie überhaupt, mit wem Sie da sprechen? Das ist... Vor mir steht die berühmte Inspektorin Justine Ganimard. Ja. Na bitte. Ganz recht. Wenn Sie keinen weiteren Ärger wollen, machen Sie endlich den Weg frei. Ich habe zu arbeiten. Sie sind die Frau, die einen Diebstahl vereiteln wollte und einen Mord zugelassen hat. So ist es doch gar nicht gewesen. Ach nein. Na hören Sie mal. Wer sind Sie überhaupt, dass Sie mir hier solche Fragen stellen? Ich arbeite für die Familie. Die Familie? Sie meinen die Familie Mosse? Ihr Chef ist tot. Da drinnen liegt er, aufgebahrt auf Stein. An Ihrer Stelle würde ich mir schnell eine neue Anstellung besorgen, anstatt hier den starken Mann zu markieren. Schlägt man der Schlange den Kopf ab, wächst ihr ein neuer. Ich glaube, das verwechseln Sie mit der Hydra. Die Familie trauert. Wieder die Familie. Ich muss die Leiche von Edouard Mosse sehen. Oh! Sie bleiben draußen. Nehmen Sie Ihre Finger weg oder Sie werden es bereuen.
Montag, 10.14 Uhr. In der Leichenhalle von Paris auf der Ile de la Cité. Ja. Normale postmortale Veränderungen. Keine sichtbaren Verletzungen an Kopfhaut, Gesicht oder Hals. Laut der Akte trat der Tod am Samstagabend zwischen 21 und 22 Uhr ein. Heute ist Montag. Es ist exakt 14 Minuten nach 10 Uhr. Etwa 37 Stunden also. Ist Ihre Vorgehensweise immer so kühl? So analytisch? Verzeihen Sie mir, Mademoiselle Moncey. Ich dachte, Sie wünschten eine fachmännische und somit wissenschaftliche Untersuchung. Ja, das wünsche ich. Machen Sie bitte weiter. Ich fahre also fort. Rigor mortis voll ausgebildet. Das ist die sogenannte Leichenstarre. Die Muskulatur des Körpers versteift sich schon wenige Stunden nach dem Tod. Doktor, bitte. Ich brauche nicht so viele Details. Sie wünschen also, die exakte Todesursache zu erfahren? Sonst nichts? Nur das, was unbedingt notwendig ist. Für das Verständnis. Bitte beschränken Sie sich darauf. Es ist schließlich mein Vater, der hier vor uns liegt, und ich... Ich bin seine Tochter. Ich muss wissen, was geschehen ist. Helfen Sie mir, Dr. Jacquemont. Bitte. Gut. Ich werde mein Bestes tun. Werden Sie ihn dazu... Ich meine, müssen Sie seinen Körper... Nein, das glaube ich nicht. Eine Untersuchung der inneren Körperteile ist nur notwendig, wenn die äußeren Hinweise nicht ausreichen oder Fragen aufkommen lassen. Äußere Hinweise? Was genau meinen Sie? Nun, viele sind es nicht. Es gibt keine Verletzungen, Glieder und Haut sind unversehrt. Ihr Vater starb also nicht in einem physischen Kampf. Doch sprechen seine Lippen eine eindeutige Sprache. Seine Lippen? Sie sind bläulich verfärbt. Ein Zeichen für innere Erstickung. Ihr Vater wurde vergiftet, Mademoiselle Moncey. Ein Giftmord also? Vermutlich mit Kaliumcyanid. Man nennt es auch Cyankalium oder blausaures Kalium. Der in der Gesellschaft geläufige Name lautet jedoch Cyankali. Oh Gott. Wer eine ausreichende Dosis dieses Giftes zu sich nimmt, stirbt mit großer Wahrscheinlichkeit an Erstickung. Es beginnt mit Atemnot, Übelkeit und Krämpfen. Dann beginnt die Bewusstlosigkeit. Durch die Säure im Magen... Dr. Jacquemont, bitte. Verzeihung. Zu viele Details. Ich werde mich bemühen, Mademoiselle. Was Sie denn noch wissen sollten, bei Cyankali handelt es sich um ein extrem schnell wirkendes Gift. Wäre Ihr Vater bei Bewusstsein gewesen, hätte er nur sehr kurz leiden müssen. Wie? Ich verstehe nicht ganz. Beginnen die Schmerzen erst nach der Bewusstlosigkeit? Nein, aber die tödliche Dosis Gift wurde Ihrem Vater zugeführt, als er bewusstlos war. Das ist mir neu. Der Bericht des Constables, der ihn gefunden hat... Mademoiselle, hören Sie mir zu. Man nimmt nicht einfach so Gift ein. Insbesondere dann nicht, wenn man gerade mit dem Einbruch eines Diebes rechnet. Der für das Gift typische Geruch nach Bittermandeln ist ohnehin nicht leicht zu überdecken. Und in seinem Zustand der erhöhten Wachsamkeit... Nein. Sie wollen sagen, dass Arsène Lupin ihm das Gift verabreicht hat, nachdem er ihn zuerst betäubte? Das klingt... aufwendig und zudem... Unnötig? Bedenken Sie, dass Lupin das Collier zu dem Zeitpunkt bereits gegen die Fälschung vertauscht hatte. Der Diebstahl war bereits erfolgreich vollzogen. Ja, seltsam. Sie sind gut informiert, Doktor. Ja, ich gebe es offen zu. Ich verfolgte den Fall Ihres Vaters und dieses neuen Diebes mit besonderem Interesse. Daher die Zeitung und einige Konstable mit etwas gelockerter Zunge. Wollen Sie damit sagen, dass Lupin bei seinem Mord einen Komplizen hatte? Ich stelle mir die Frage, ob Arsène Lupin wirklich der Mörder ist. Dr. Jacquemont, Sie wollen doch nicht andeuten... Mademoiselle, Sie sollten sich folgende Frage stellen. Wer befand sich in der Mordnacht eigentlich noch in Ihrem Haus? Montag, 10.28 Uhr.
Am Eingang der Leichenhalle von Paris auf der Ile de la Cité. Inspektorin, ich habe die Präfektur erreicht. Dort hinten gab es ein Telefon und... Ja, und? Schickt Lepine uns jetzt Männer zum Entfernen dieser Mossebrut oder nicht? Der Polizeipräfekt war nicht persönlich für mich zu sprechen. Das war ja zu erwarten. Ich habe mit Inspektor Renaud telefoniert und... Es tut mir leid, Inspektorin. Niemand wird kommen. Das ist doch nicht deren Ernst. Leider doch. Der Name Mosset wirkt erschütternde Wunder, wie es scheint. No, Edouard Mosset ist tot. Tot. Ermordet von diesem Stimmakrobaten Lupin. Da liegt er. Ich weiß doch. Nur wenige Schritte von uns entfernt. Ich weiß doch. Brigitte, wie kann ein Schmuggelbaron wie Mosset auch nach seinem Ableben noch so viel Macht besitzen? Wie? Erinnern Sie sich an die Worte des Mannes von vorhin, Inspektorin Ganimard. Er sprach von der Familie. Sie glauben... Ja, verdammt, natürlich. Edouard Mosset mag der Kopf seiner Organisation gewesen sein. Aber vielleicht war er nicht der Einzige. Sehen Sie, sie kommt endlich heraus. Lodine? Himmel, sie sieht exakt so aus wie Lupin. Also wie Lupin in Frauenverkleidung als Lodine Mosset und... Ach, vergessen Sie es. Mademoiselle! Lodine Mosset, auf ein Wort. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Bautrey, wir wollen abfahren. Wie Sie wünschen, Mademoiselle Mosset. Justine Ganimard von der Pariser Polizei. Ein paar Minuten werden Sie doch erübrigen können. Ach. Wir haben es eilig, Inspektorin. Verschwinden Sie endlich, oder ich werde... Bautrey, kein Grund, unhöflich zu werden. Also, Sie wollten mich sprechen, Frau Inspektorin? Ja, das wollte ich. Junge Dame, so geht das nicht. Sie können nicht einfach die Leichenhalle absperren lassen, nur weil Sie... Na, weil... Ach, kann ich nicht? Sie sind nicht die Einzige, die... Ich bin in Trauer, Inspektorin Ganimard. Und ich bin eine Mosse. Welche Bedeutung dieser Name auch weiterhin innehat, werden Sie noch früh genug erfahren. Wie reden Sie denn mit mir, Sie kleine... Vorsicht! Zügeln lieber Sie Ihre Zunge. Ach, scheren Sie sich doch zum Teufel. Ein Handlanger macht mir keine Angst. Mein Vater wurde vergiftet. Er ist fort. Für immer. Und Sie waren dabei, Ganimard. Sie waren vor Ort. Und Sie haben ihn nicht gerettet. Bautrey, wir fahren. Jetzt. Zu Befehl, Mademoiselle. Was hat sie gesagt? Verdammt, Brigitte. Da kommt Ärger auf uns zu. Montag, 11.40 Uhr, Paris. In einer fahrenden Droschke auf dem Weg zu Arsène Lupins Wohnung in der Rue Voltaire. Kann dieses Mistding denn nicht schneller fahren? Maurice, wir haben ausreichend Zeit. Entspann dich. Entspannen? Das ist leicht gesagt. Sie werden gejagt, Chef. Ich bin unschuldig. Nun, wenigstens, was die Mordanklage betrifft. Ah, superb. Ganz und gar superb. Wenn der Chef das einfach so sagt, ist die Sache damit ja klar und alles geregelt. Es wird alles gut gehen. Sorgen sind nur Ballast. Wirf sie über Bord und es wird dir gleich viel besser gehen. Boah, Chef, ganz ehrlich. Wie können Sie nur so ruhig bleiben? Ganz Paris sucht sie. Sucht den Mörder Arsène Lupin, der ja unbedingt seinen Namen nennen musste. Und dann... Wenn Sie erwischt werden, dann kriegen Sie auch mich. Ich gehe nicht ins Gefängnis, auf keinen Fall. Nein, nein! Maurice! Jetzt haben wir herausgefunden, mit welchem Gift Mosset abgemurkst wurde, verzeihen Sie die Ausdrucksweise, und inwieweit hilft uns das nicht ein Stück? Jeder hätte es verabreichen können, sogar Sie! Maurice! Und dann diese Lodine Mosset. Der Papa ist tot und das junge Ding hat trotzdem genug Macht, die ganze Leichenhalle absperren zu lassen. Die ist doch öffentlich, Chef. Öffentlich verflucht. Ich muss weg. Raus aus Paris. Ich fahre zu meinen Eltern, ja. Maurice. Gut. Ich wollte nie Milchbauer werden, aber wenn mich die feuchten Euter vor den Gitterstäben retten, dann... Maurice. Wie? Genug jetzt. Oh, ich, ja, wie soll ich sagen? Schon gut. Du denkst mit und deine Sorge ist... Zumindest in Teilen sogar begründet. Na, Sie machen mir ja Mut, Chef. Bedenke aber auch unsere Vorteile. Ah,
wieder wehren? Ich bin der angehende König der Einbrecher. Ganz toll. Außerdem kennt niemand mein wahres Gesicht. Das ist allerdings wahr. Na komm, holen wir die Ausrüstung. Ist gut. Verschwinden Sie und nehmen Sie Ihre Gefolgsleute gefälligst mit. Das werden Sie bereuen, Oberin. Was ist denn da los? So geht man nicht mit mir um. Niemand tut das. Ein Haufen Mönche belagert das Nonnenkloster von nebenan. Ich habe Ihnen die Hand gereicht, Oberin. Und unser Konvent nimmt dankend ab. Ganz einfach. Oh. Eine Unverfrorenheit. Sie sind am Ende. Am Ende? Sie und Ihre Nonnen leben einfach von einem Tag zum nächsten. Ohne geregelte Einnahmen, ohne Sicherheit. Die Lehren Jesu Christi besagen... Ach, ich weiß sehr genau, was unser Erlöser uns und der Welt geschenkt hat. Dann denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal Wein aus einem goldenen Pokal trinken. Oh. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Sie gehen sich ja richtig an die Kehle. Und Sie, Oberin, Mon Dieu, werden mich noch um meine Gunst anflehen. Au revoir! So viel zum Frieden innerhalb der Kirche. Aber wie heißt es so schön? Geld regiert die Welt. Maurice, hast du ihn auch gesehen? Den einen Mönch, der zur Rechten des Kardinals stand. Ach nein, du kennst ja sein Gesicht nicht. Wovon reden Sie da? Er war der Konstabler. Welcher Konstabler? Derjenige, der Mossés Leiche entdeckt hat. Wie jetzt? Ich dachte, als Mönch verpflichtet man sein Leben der Kirche. Ich hatte auch nicht vermutet, dass er nebenberuflich bei der Pariser Polizei aushilft. Dann arbeitet er also nebenberuflich als Mönch, oder was? Nein. Dann ist er Mönch und arbeitet nebenberuflich als Polizist? Auch das nicht. Dann muss es so sein, dass... Maurice, nein! Und ehe du weiter fragst, ich glaube auch nicht, dass er im Laufe des Tages von einem zum anderen umgeschult hat. Oder dass seine Seele gespalten ist und keine der jeweiligen Hälften von der jeweils anderen weiß. Er ist Teil des Mönchsordens. Und dieser steckt voller düsterer Geheimnisse. Mon Dieu! Unsere mysteriöse dritte Partei hat soeben ihren ersten Fehler begangen. Maurice, du nimmst die Droschke, folge ihnen und finde heraus, wer diese Leute sind. Ich will alles wissen. Namen, Ränge, Adressen, Vorlieben, Feindschaften, einfach alles. Geht klar, Chef. Und Sie? Schaffen Sie den Rest allein? Dieses Spiel nimmt immer größere Dimensionen an. Und während du unsere religiösen Mitspieler unter die Lupe nimmst, bringe ich in Erfahrung, was es mit den Mossés auf sich hat. Montag, 13.54 Uhr, Paris. In der Polizeipräfektur auf der Ile de la Cité, zweites Stockwerk. Büro von Polizeipräfekt Louis Lepine. Sie haben mich genau verstanden, Ganimard. Das kann unmöglich Ihr Ernst sein. Sie werden Ihre Ermittlungen fokussieren. Sie haben ein Ziel. Verfolgen Sie es. Und unterlassen Sie alle Nebensächlichkeiten. Bei allem nötigen Respekt, Polizeipräfekt Lepine. Edouard Mossé war ein... Mossé ist ein Mann, der während Ihres Einsatzes ums Leben kam. Durch diesen Neuling, diesen... Lupin. Arsène Lupin ist sein Name. Danke, Renaud. Was will der überhaupt hier? Inspektor Renaud ist auf meine Veranlassung hier, Ganimard. Lenken Sie nicht ab. Dieser Trickbetrüger, dieser Lupin, kündigte einen Diebstahl an. Der Bestohlene wurde getötet. Das sind die Fakten. Was glauben Sie, wie die Öffentlichkeit nun über die Fähigkeit unserer großartigen Pariser Polizei denkt? Hören Sie, die Lage ist nicht so klar, wie es den Anschein hat. Nein, denn Sie hören mir zu. Ich will schnelle Erfolge in dieser Angelegenheit. Die Pariser Polizeipräfektur braucht eine vollkommene Aufklärung. Sie wollen einen Sündenbock, mehr nicht. In diesem Ton werden Sie nicht mit mir sprechen, Inspektorin Ganimard.
ich erteile Ihnen hiermit den Befehl, alle nötigen Hebel in Bewegung zu setzen, um diesen mörderischen Einbrecher in Gewahrsam zu nehmen. Was unser Polizeipräfekt damit sagen möchte, ist... Ich verstehe sehr gut, Renou. Danke. Und ja, Lupin ist als Tatverdächtiger natürlich nicht auszuschließen. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass die ganze Sache stinkt. Ich habe Informanten am Hafen. Und nun raten Sie mal, was diese mir erzählt haben. Na was denn? Steigen die Fischpreise wieder um 0,5%? Nein, es geht um die Schmuggelgeschäfte, die wir eindeutig... Nicht das schon wieder. ...die wir eindeutig den Machenschaften dieses ach so ehrenwerten Edouard Mosset zuordnen können. Und die nicht geendet haben. Zugleich war der Mord, wäre er vom Dieb Lupin verübt worden, vollkommen unlogisch. Verbrecher sind eben Verbrecher. Aber erfolgreiche Verbrecher arbeiten nach einem Muster. Sie sind organisiert. Was Arsène Lupin angeht, so bin ich noch zu keinem abschließenden Urteil gekommen. Mosset hingegen... Inspektor Renou, Sie waren mit der Untersuchung der Vorwürfe gegen Edouard Mosset beauftragt. Wie lautet das offizielle Urteil in Ihrem Bericht? Es konnten keine hinreichenden Beweise gesichert werden. Aber... Da hören Sie es, Ganimard. Nun ist er tot. Konzentrieren Sie sich also auf den Schaumschläger, der noch am Leben und Ihnen vor 2 Tagen entkommen ist. Polizeipräfekt Lepin, bitte. Es ist gleich 14 Uhr. Die Testamentseröffnung um Mossets Nachlass beginnt jeden Augenblick. Das geht doch alles viel zu schnell. Zugleich verfügt Lodin, die Tochter des Toten, über genug Macht, um die öffentliche Leichenhalle von Paris abzusperren. Ich versichere Ihnen, da läuft etwas im Hintergrund. Wir verfügen nur nicht über ausreichend Informationen, um das Bild zusammensetzen zu können. Geben Sie mir etwas Zeit und ich schwöre Ihnen... Ich habe mir diesen Unsinn lange genug angehört, Ganimard. Sie haben Ihre Befehle erhalten und ich erwarte, dass Sie diese befolgen. Um das sicherzustellen, wird Inspektor Renou Ihnen als Berater zugeteilt. Was? Ich brauche kein Kindermädchen. Nennen Sie es, wie Sie wollen und nun raus mit Ihnen, alle beide. Gehen Sie an die Arbeit und schnappen Sie diesen verfluchten Mörder. Montag, 14 Uhr. Paris. Anwaltskanzlei Bocuse und Lortie in der Rue Fromentine. 3. Stock. In einem Lüftungsschacht über dem Büro von Michel Bocuse. Was man nicht alles tut, nur um ein wenig... So, nur um ein wenig zu lauschen. Hier entlang, Mademoiselle Monsieur. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke, Monsieur Bocuse. Möchten Sie eine Erfrischung, bevor wir beginnen? Ein Kaffee vielleicht? Nein, ich möchte diese Angelegenheit nur schnell hinter mich bringen. Ganz wie Sie wünschen. Ich fürchte nur, dass Ihr Begleiter den Raum verlassen muss. Ist das wirklich notwendig? Seit mein Vater dieses grausame Schicksal ereilt hat, wacht der gute Botrel über mich. Ich fürchte, dass ich darauf bestehen muss. Monsieur Mosset hat mir strikte Auflagen erteilt. Das Testament darf ausschließlich im Beisein einer einzigen Person geöffnet werden. Und diese Person sind Sie. Wie überaus interessant. Mademoiselle? Es ist schon gut, Botrel. Warte vor der Tür. Zu Befehl. Gehen wir also in Medias Res, wie Horaz es als formulierte, und schreiten zur Testamentseröffnung. Dann wollen wir doch mal sehen. Um die Formalitäten zu wahren, stelle ich mich Ihnen erneut vor. Bis zum heutigen Tag sind wir beide uns schließlich noch nie über den Weg gelaufen. Mein Name ist Michel Bocuse und ich betreue... Verzeihung, ich will sagen, ich betreute Ihren Vater Edouard Mosset in rechtlichen Angelegenheiten. Dieses Dienstverhältnis dauerte nunmehr über 20 Jahre an und ich bedauere Ihren Verlust wirklich sehr. Danke, Monsieur.
2 Jahrzehnte sind eine lange Zeit und wie Sie sicher verstehen werden, gewann ich über diese Zeitspanne hinweg einen umfassenden Einblick in die Tätigkeitsfelder der Familie Mossé. Ich beriet ihn in Angelegenheiten, die beispielsweise seine nicht unbeträchtlichen Immobilienwerte betrafen und sorgte auch bei seinen übrigen Geschäften für einen reibungslosen Ablauf mit den offiziellen Behörden. Was ich Ihnen zu sagen versuche... Monsieur Bocuse, ich darf Sie gleich an dieser Stelle unterbrechen. Ich weiß es. Sie wissen also? Mein Vater war ein verschwiegener Mann, was diese Dinge betraf. Genauso schilderte er mir... Ich war noch nicht fertig, Monsieur. Mein Vater ließ mich im Dunkeln, doch mein Onkel nicht. Ihr Onkel hat... Das hat er. Und Sie sind sich darüber im Klaren, dass all diese Geschäfte... Das bin ich. Na gut, das vereinfacht unser Gespräch ungemein. In der Tat. Als Alleinerbin erhalte ich sämtliche Besitztümer, Immobilien und sonstige Vermögenswerte meines Vaters. Ja, das ist soweit korrekt. Sobald Sie den Bund der Ehe eingehen, versteht sich. Bis dahin wird das offizielle Vermögen der Mossé-Familie treuhänderisch von ihrem Onkel verwaltet, der ebenfalls offiziell in Übersee residiert. Aus uns bekannten Gründen ist es ihm nicht möglich, hier in Paris in Erscheinung zu treten. Zu viele Fragen würden gestellt und zu viele vergangene Angelegenheiten unnötig in ein neues Licht gezerrt werden. Das Arrangement erschien mir schon immer zweifelhaft. Sagen Sie das nicht, Mademoiselle. Der Name Mossé war zur Jugend Ihres Vaters kaum bekannt. All das, was heute ist, nun, es sind die Früchte eben dieses Modus Vivendi. Wie dem auch sei, sprechen wir nicht darüber. Ein Geheimnis. So, so. Mademoiselle Mossé, ich bat Sie aus 2 Gründen hierher. Zum einen wollte ich Sie über den Nachlass aufklären und gegebenenfalls Fragen beantworten, die Sie eventuell haben könnten. Doch in dieser Angelegenheit sind Sie bereits umfassend informiert, wie mir scheint. Das bin ich, Monsieur Bocuse. Seien Sie versichert, das Erbe meines Vaters wird nicht in Vergessenheit geraten. Sicher, sicher. Ihr Onkel wird dafür Sorge tragen und ich werde mein Möglichstes tun, ihn dabei so zu unterstützen, wie ich es für Ihren Vater tat. Was kann ich mich doch glücklich schätzen, in eine Familie voll derart mächtiger Männer geboren worden zu sein. In der Tat. Selbstredend wird es Versuche der feindlichen Übernahme geben. Noch halten sich entsprechende Parteien im Hintergrund, doch wir rechnen in den kommenden Tagen mit... das sind Details, die eine so junge Dame nicht in ihrem hübschen Köpfchen mit sich herumtragen sollte. Machen Sie sich keine Sorgen, Mademoiselle. Ihr Onkel und ich werden alles weitere regeln. Ich bin Ihnen so unendlich dankbar, Monsieur. Mein gutes Kind, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Will sagen, die Ehre allein gebietet mir... Was gibt es noch, Monsieur Bocuse? Wie meinen... Sie sagten vorhin, dass Sie mich in 2 Angelegenheiten sprechen wollten. Oh ja, richtig, richtig. Wo hab ich es denn... Die nachträgliche Depesche mit der Testamentsänderung. Wie bitte? Oh ja, ja, es betrifft dieses Perlenkollier namens... Wie war das noch? Die Silbertränen. Ah, der Fall nimmt eine überraschende Wendung. Wovon reden Sie da? Warum hätte mein Vater diesbezüglich etwas ändern sollen? Es mutet seltsam an, nicht wahr? Aber ich erhielt erst am Samstagmorgen eine Depesche mit folgendem Schreiben. Ich zitiere... Nach meinem Tod soll das Collier Silbertränen umgehend in den Besitz des Nonnenkonvents La Plume Noire übergehen. Oh. Gezeichnet Edouard Mossé. Montag, 21.22 Uhr, Paris. Auf der Brücke Pont-Dienard, unweit des Eiffelturms. Doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch. Oh, Chef,
Wollen Sie mir ernsthaft erzählen, dass die Nonnen von nebenan die Silbertränen erben? Das Leben schreibt die seltsamsten Geschichten, Maurice. Wir brechen zweimal bei Mosse ein. Wir klauen die Perlen. Mosse wird abgemurkst. Man schiebt es ihnen in die Schuhe. Sie verlieren das Collier bei der Flucht und dann verschenkt dieser Mann es an die Nonnen. Genau das geschieht gerade. Morgen schon soll es der Oberin Megan ausgehändigt werden. Ich werde noch verrückt. Wenn das nicht eine faule Geschichte ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich meine, dieser Konstabler da, also der Mönch, der war doch nicht zufällig verkleidet vor Ort. Von Zufall hat auch niemand gesprochen, Maurice. Aber was steckt dahinter? Oh, diese Frage gilt es noch zu klären. Wir haben offenbar in ein Wespennest gestochen. Und die Silbertränen sind der Schlüssel. Chef, das ergibt doch alles keinen Sinn. Wenn jemand an den Schatz der Marie Antoinette... Nicht so laut. Wir sind hier auf offener Straße. Ja, tut mir leid. Ich weiß selbst kaum, wonach wir da eigentlich suchen. Trotzdem, das ist doch viel zu umständlich. Erst ein Mord, dann kommen Sie ins Spiel und jetzt so ein Testament? Wie gesagt, die Silbertränen sind der Schlüssel. Verfolgen wir Ihre Spur, werden wir zur Wahrheit gelangen. Und ich verspreche dir, dass für uns dabei auch ein stattliches Sümmchen abfallen wird. Wir müssen nur klug vorgehen und dazu die Gegenspieler kennen. Also? Tja, so viel kann ich Ihnen da auch nicht sagen, Chef. Ich bin den Mönchen in der Kutsche hinterher, wie Sie mir aufgetragen haben. Wohin? Zur Rue de Babylone, in das Ordenshaus der Plume Noire. Plume Noire? Ja? So heißt doch auch der Nonnenkonvent in unserer Straße. Sie haben recht. Aber auch der Mönchsorden. Ich habe ein paar Passanten unauffällig befragt. Die gibt es schon über 100 Jahre. Interessant. Wir haben Nachholbedarf, was die Geschichte der französischen Klöster angeht, Maurice. Und der Kardinal? Richelieu heißt er, ein ältlicher Mann. Mehr als seinen Namen konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Richelieu? Etwa wie der berühmte Kardinal Richelieu, erster Minister unter Ludwig dem 13. Ja, schreibt sich sogar genauso. Verblüffend. Aber wir brauchen mehr, viel mehr. Ich bin dran. Wir haben doch gelacht, wenn wir Maurice, nicht... Maurice, wir bekommen Besuch. Das ist er. Wir wollen nur den einen. Holt ihn mir. Verstanden. Packt ihn. Ja, aber... Maurice, lauf! Nein, Chef, ich... Lauf! Tut mir so leid, Chef. Wir haben ihn hier geblieben. Du kommst mit, Freund. Zwei gegen einen? Und das werden wir doch mal sehen. So einfach bekommt ihr mich nicht. Jetzt macht endlich! Der Mistkerl wehrt sich! Nehmt das! Und langt ordentlich zu! Packt ihn! Alle beide! Haben wir dich! Halt schön still! Wer seid ihr? Was soll das Ganze? Ein zäher Bursche, unser Arsène Lupin. Ah, noch immer wach? Wie? Der Diener von Ludin Mosse. Und Augen, um zu sehen, hat er auch noch. Gib auf, Kleiner. Ein Arsène Lupin gibt niemals auf. Ach nein. Nein. Du hast es so gewollt. Immerhin hat er aufgehört zu zappeln. Einpacken. Stülpt ihm einen Sack über den Kopf. Und dann ab in die Kutsche mit ihm. Los. Wozu eigentlich die Mühe, Boutrel? Der Boss will ihn lebend. Aber wieso? Keine Fragen. Los, nehmt ihn mit in den Keller. Jawohl. Und los. Na dann. Nimm du die Beine. Da lang. Und die Treppe. Da lang. Vermutlich in der Nacht von Montag zu Dienstag. Ort unbekannt. Wo bin ich? Verflucht!
Hey, hey! Macht mich los, ihr Feiglinge! Unser Freund ist endlich wach. Dora, geh los, hol den Boss. Wird gemacht. Wie geht es unserem Besuch denn? Ist alles zur Werte zufrieden? Ihr habt euch mit dem falschen Mann angelegt. Das glaube ich kaum. Du bist hier, Lupin. Gefesselt, besiegt. Das werdet ihr bereuen. Das werdet ihr alle noch bereuen. Er ist jetzt wach, Boss. Gut. Sehr gut. Diese Stimme. Ich heiße Sie in meinem bescheidenen Domizil willkommen, Monsieur Luther. Für die Umstände Ihrer Einladung möchte ich mich in aller Form nicht entschuldigen. Das kann nicht sein. Sie werden nun in ein Geheimnis eingeweiht, das nur wenigen Menschen auf der Welt bekannt ist. Wer sind Sie? Wer? Botrel. Nimm unserem Gast diesen Sack vom Kopf. Sofort, Boss. Sie? Sie sind... Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Sie sind tot. Tot! Aber Monsieur Lupin, sind Sie nicht ein kluger Mann? Sicher hörten Sie bereits von dem Phänomen der Unsterblichkeit. Sie staunen. Seien Sie versichert, mir ging es nicht anders. Ich war wie gebannt und noch immer nicht vollständig Herr meiner Sinne. Immerhin wurde mir übel mitgespielt. Doch da war er. Die Stimme, die Erscheinung, die Augen. Vor mir stand... Aber Sie können es sich sicher bereits selbst denken, nicht wahr? Das Leben steckt voller Überraschungen. Selbst der Tod offenbart uns hier und da eines seiner Mysterien. Sie sehen so neugierig aus. Gut so. Sehr gut. Die Neugier ist die Triebfeder, die uns Menschen zu wahrer Größe aufschwingen lässt. Und ja, ich werde meinen Bericht fortsetzen. Nur noch einen Augenblick. Lupin Legends. Fallakte Delta 1.2. Unter Mordverdacht.